willkommen zu unserem Webinar, unserem deutsch-italienischen Webinar. Heute Abend mit dem Thema die neue Frauenbewegung für gerechtes Wirtschaften. Dies ist ein Format, das Sven Giegold und Franziska Brandner, die Sie hier mit im Bild sehen, die vielleicht auch mal winken können, im letzten Jahr ins Leben gerufen haben, das sehr beliebt ist, dem viele Menschen folgen, wo wir uns mit ganz unterschiedlichen Themen befassen, die Italien und Deutschland betreffen, manchmal gleichermaßen, manchmal auf unterschiedliche Art und Weise, aber wo wir das Gefühl haben, dass doch ein fruchtbarer Austausch zwischen diesen beiden Ländern wichtig ist und für beide Länder gut ist. Einige technische Hinweise zunächst einmal. Wir haben insgesamt 1,5 Stunden Zeit. Wir möchten gerne pünktlich um 10:30 fertig werden, da wir ja schon sehr spät anfangen. Es gibt Simultanverdolmetschung auf Deutsch, Englisch und Italienisch. Diese Verdolmetschung finden Sie unten rechts am Bildschirm unter dem kleinen Globus-Symbol. Da können Sie die Sprache einstellen. Und das ist vielleicht sinnvoll, wenn Sie die Sprache gleich schon suchen, weil wir werden in wenigen Minuten dann auch schon einen ersten Beitrag in italienischer Sprache haben. Wir haben heute 4 Gäste, die ihre Meinung mit uns teilen werden, die einen anfänglichen Input haben werden. Und danach geben wir diese Diskussion aber frei, denn es ist immer, hier stehen immer die Fragen und Antworten, der intensive Austausch mit dem Publikum im Mittelpunkt. Dazu haben Sie und habt ihr 2 Möglichkeiten. Man kann entweder mündlich hier sich beteiligen. Dazu kann man unten das kleine Handtool benutzen. Man muss auf die kleine Hand klicken und dann kann ich hier sehen, wer sich gemeldet hat und kann Sie und euch dann später dran nehmen. Oder es gibt die Möglichkeit, Fragen schriftlich zu stellen. Es gibt ein kleines Q&A oder F&A-Tool, je nachdem, welche Sprachversion Sie haben. Und da kann man die Fragen schriftlich reinschreiben und man hat auch die Möglichkeit, die Fragen der anderen zu lesen und entsprechend zu voten. Wenn man eine Frage ganz besonders interessant wird, dann kann man sie ein bisschen weiter nach oben voten und ich werde sie dann nachher aufgreifen. Das Webinar wird heute Abend aufgezeichnet und wir werden es anschließend auch auf der Website veröffentlichen. Das heißt, wenn Sie mündlich sich beteiligen wollen, dann ist natürlich Ihre Stimme hier zu hören und bleibt auch in der Aufzeichnung zu hören. Wenn Sie das also aus Datenschutzgründen nicht wünschen, dann die Frage lieber schriftlich stellen. Das kann man dann problemlos machen. Mein Name ist Alexandra Gese. Ich bin Europaabgeordnete der Grünen, befasse mich eigentlich mit Digitalpolitik, aber in diesem Jahr auch sehr viel mit Haushalts- und Wirtschaftspolitik und sehr viel mit Feminismus. Aus Gründen, die ich jetzt auch gleich erläutern würde, bin ich da so ein bisschen zu gezwungen worden, aber das sind auch meine Herzensthemen. Ja, und ich freue mich herzlich, Sie hier heute Abend begrüßen zu dürfen, gemeinsam mit Franziska Brandner und Sven Giegold. Ich werde jetzt kurz ins Thema einführen. Dann haben wir 4 Inputs von unseren 4 Gästen ebenfalls zum Thema und dann eröffnen wir für die Diskussionsrunde. So, worum geht es eigentlich und wie komme ich eigentlich auf dieses Thema? Die neue Frauenbewegung für gerechtes Wirtschaften. Welches gerechte Wirtschaften, welche Frauenbewegung und warum ausgerechnet jetzt? Ausgerechnet jetzt wegen der Corona-Krise. Im letzten Frühjahr erlebt, wie plötzlich die Arbeit der Frauen systemrelevant war. Die Krankenpflegerinnen in den Krankenhäusern, die Kassiererinnen in den Supermärkten waren plötzlich die großen Stars der deutschen Wirtschaft und ähnlich war es auch in Italien. Weibliches Personal, 75% der Menschen, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, sind weiblich. Und meine Hoffnung war eigentlich, dass daraus eine größere Wertschätzung und auch eine größere finanzielle Anerkennung dieser Berufe resultiert. Was ist geschehen? Genau das Gegenteil. Frauen sind die Hauptleidtragenden der Krise aus einer ganzen Reihe von Gründen. Erstens mal, weil Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen kaum noch oder nur nach Zufallsprinzip vollkommen unvorhersehbar überhaupt noch funktionieren. Und Deutschland und Italien sind 2 Länder, die ganz besonders stark von Schulschließungen getroffen worden sind. Und da sind es dann doch immer noch sehr, sehr häufig die Frauen, die zu Hause bleiben, die ihre Arbeitszeit reduzieren, die das Homeschooling übernehmen, die zusätzliche Hausarbeit übernehmen, die dadurch entsteht, wenn plötzlich 3 oder 4 Personen den ganzen Tag zu Hause sind. Und das hat wieder auch eine neue Studie des DIW beschäftigt, dass zum Beispiel die traditionellen Rollen sich gar nicht verändert haben, sondern dass Frauen immer noch 80% dieser Arbeit leisten, gerade im Bereich Homeschooling.
Der zweite Grund ist, dass Frauen besonders häufig Teilzeit arbeiten, also man dann eher das geringere Gehalt haben und eher ihre Stunden reduzieren. Sie arbeiten besonders häufig mit befristeten Verträgen oder sind mit geringfügigen Beschäftigungsformen. Das heißt, das sind die ersten Verträge, die auch auslaufen und eben nicht erneuert werden, für die unter Umständen auch keine Kurzarbeit in Frage kommt. Das heißt, auch da fallen Frauen weg. Der allergrößte Grund noch, der mich auch besonders umgetrieben hat, ist, dass Frauen in den Branchen arbeiten, die von dieser Krise besonders betroffen sind. Und das ist ein großer Unterschied zu den traditionellen Wirtschaftskrisen oder der Schuldenkrise 2008, 2009, die besonders die Industrie getroffen hat. Diesmal sind die Dienstleistungsberufe betroffen und besonders die Dienstleistungsbranchen, wo besonders nah am Menschen gearbeitet wird. Und das ist auch neu für eine Krise. Und genau das sind eben die Berufe, in denen Frauen überproportional tätig sind. Das ist mir im Frühjahr schon aufgefallen, weil mich eben Verbände kontaktiert haben. Und ich habe dann immer so in den Gesprächen mal geschaut, wie hoch ist denn der Frauenanteil. Und es war sehr auffällig, dass diejenigen, die sich gemeldet haben, die um Unterstützung und um Hilfe baten aus der Wirtschaft, immer aus den Branchen kamen, wo der Frauenanteil besonders hoch war. Dann kam das große europäische Konjunkturpaket. Und das betrifft uns natürlich, die wir alle hier Europapolitik machen oder ganz eng verfolgen, ganz besonders. Wir haben gerade auch genau in dieser Konstellation ganz besonders dafür gestritten, dass es eine solidarische Lösung der Wirtschaftskrise gibt in Europa, die durch Covid bedingt war. Dass die Schieflage, die es schon gibt, haushaltspolitisch und in den Haushaltsmöglichkeiten, die die einzelnen Regierungen haben, durch die Covid-Krise nicht noch dadurch verstärkt wird, dass Länder wie Deutschland antizyklisch investieren können und Länder wie Italien nicht. Und das hat eigentlich auch dieses Format erstmal entstehen lassen. Ein gemeinsamer Appell von Sven Giengold, Franziska und Brandner und mir mit vielen, vielen Persönlichkeiten aus Italien und aus Deutschland. Und als dann das europäische Konjunktur, wo wir eben für gemeinsame Schulden, gemeinsame Investitionen gestritten haben. Und wir haben uns sehr gefreut, als es dann gekommen ist, als das europäische Konjunkturpaket kam, Next Generation EU oder wie es in Italien noch genannt wird, der Recovery Fund, mit dem wir europäisch gemeinsam versuchen, die europäische Wirtschaft zu modernisieren, klimagerecht zu machen, zu digitalisieren, gemeinsam wieder aufzubauen und wo auch Deutschland einen ganz großen Beitrag leistet. Ich war eigentlich als Grüne sehr zufrieden, die dafür gestritten hatte. Ich war als Digitalpolitikerin sehr zufrieden, denn 37% dieser Mittel sind gebunden an die grüne Tradition, an grüne Modernisierung der Wirtschaft, an Klimaschutz. 20% der Mittel sind für Digitalisierung vorhergesehen. Das ist eigentlich für eine grüne Digitalpolitikerin das Paradies. Aber für eine Feministin war es eine Katastrophe. Denn das bedeutet, dass 57, also fast 60% dieser Mittel in Branchen gehen, in denen der Männeranteil über 80% beträgt. Und das heißt, dass der Frauenanteil unter 20% liegt. Wir reden über die Branche Digitales, Frauenanteil 17%, erneuerbare Energien, Verkehr und Baubranche, alles Branchen, wo man schon auf den ersten Blick sieht, der Frauenanteil ist extrem niedrig. Das heißt, wir haben ja ein europäisches Konjunkturpaket, das genau in die Hälfte der Bevölkerung besonders stark investiert, die unterproportional von der neuen Arbeitslosigkeit betroffen ist. Und das schien irgendwie niemandem aufzufallen, bei der Kommission, in den Regierungen, in der Wirtschaft. Es fiel einfach nicht auf. Und daraufhin habe ich eine Kampagne gestartet, die hieß im März und heißt auch immer noch Half of It, mit der ich gefordert habe, dass die Hälfte dieser Mittel aus dem europäischen Konjunkturpaket für Frauen ausgegeben werden. Und diese Kampagne hat in Deutschland wenig Resonanz gehabt, was auch damit zu tun hat, vielleicht, dass das Konjunkturpaket in Deutschland aus dem europäischen Bereich nicht so groß ausfällt. In Italien hat aber diese Kampagne, in Italien ein Land, das eben große Pläne hat, das über 200 Milliarden bekommt und große Pläne hat mit diesem Konjunkturpaket, hat diese Kampagne einen hervorragenden Nährboden gefunden, auch dank von zwei Personen, die heute auch hier dabei sind und über die ich mich sehr freue. Und es ist eine große Bewegung gestanden, in Form aufgespalten in zwei Bewegungen.
die dafür gesorgt hat, dass dieses Thema eine ganz große Resonanz in der Öffentlichkeit gehabt hat und auch weiter noch hat. Allerdings ist es trotz der großen Organisation, der großartigen Organisation und trotz der vielen Presseberichte jetzt doch so gewesen, dass als die neue Regierung in Italien gekommen ist, die Ministerposten, die relevant sind für die Verteilung dieser Mittel, also alle, die in irgendeiner Form mit Wirtschaft zu tun haben, ausschließlich an Männer gegangen sind. Obwohl in Italien die Zahlen ganz deutlich belegen, die Statistiken deutlich belegen, dass 70% der Menschen, die in Italien nicht mehr auf dem Arbeitsmarkt sind, also die rausgegangen sind aus dem Arbeitsmarkt oder rausgedrängt worden sind in den ersten 10 Monaten der Krise, Frauen sind. Im Dezember waren es sogar 98%. Das heißt, man sieht jetzt ganz klar an den Zahlen, es ist eine Krise, die in erster Linie Frauen betrifft. Aber die Konjunkturpakete, das europäische Konjunkturpaket, was wir genau analysiert haben mit einer Studie, aber meines Wissens auch das deutsche Konjunkturpaket auf den ersten Blick betrachtet, ist da auch nicht viel besser, lassen die Frauen einfach komplett außer Acht. Daraus resultieren unsere Leitfragen für heute Abend, die da sind. Wie können wir dafür sorgen, dass Frauen in der Wirtschaft gleichberechtigt vertreten sind und wirklich immer mitgedacht werden? Wie können wir zeigen, dass Wirtschaft nicht geschlechtsneutral ist, sondern auf Rollenbildern und geschlechterbasierter Aufteilung von Arbeit und Branchen beruht, die bei der Überwindung der Krise ganz aktiv adressiert werden müssen? Und wie können wir Frauen in beiden Ländern organisieren und eine neue europäische Bewegung schaffen, die Ökonomie feministisch denkt und Feminismus immer auch ökonomisch? Dafür freue ich mich sehr, heute Abend 4 Gäste zu haben. Und ich hoffe mir so ein bisschen von den italienischen Gästen, dass sie uns auch als in Deutschland erzählen, was wir deutsche Frauen können, um auch eine ähnliche Bewegung ins Leben zu rufen, die es in Italien schon gibt. Das heißt, wir sind hier, glaube ich, auch als deutsche Frauen, die gerne von Italien lernen möchten, aber uns vielleicht auch erzählen, was wir besser machen können, wo es noch nicht so gut geklappt hat und wie wir uns gut vernetzen können. Und deswegen freue ich mich ganz herzlich zu begrüßen. Zunächst einmal Linda Laura Sabbadini. Linda Laura, magst du mal winken? Linda Laura Sabbadini, sie ist Vorsitzende des The Women 20, die ist eine offizielle G20-Engagementgruppe, die während der türkischen Präsidentschaft im Jahr 2015 gegründet wurde. Der G20 findet dieses Jahr in Italien statt und Linda Laura Sabbadini ist da schon ganz stark unterwegs. Und im Hauptberuf ist sie eigentlich Direktorin des italienischen Statistikamtes Istat, also sowas wie bei uns in Deutschland das Bundesamt für Statistik. Sie trug zu der 1985 veröffentlichten Istat-Studie maßgebend bei, die weltweit Pionierarbeit leistete, indem sie den Wert der Frauenarbeit in der Familie auch zeigte und hat weiterhin an Folgestudien gearbeitet. Sie hat eine ganz lange Liste von Dingen, die ich jetzt nicht weiter verlesen werde aus Zeitgründen, aber sie ist in Italien auch eine prominente Publizistin, wird in den großen Tageszeitungen regelmäßig veröffentlicht und genießt da wirklich eine ganz, ganz großartige Reputation. Schön, dass du da bist, Linda Laura. Ich würde sagen, wir fangen mit dir an, oder soll ich mal alle vorstellen? Ich stelle einfach einmal alle vor, dann wissen alle, wer da ist. Dann haben wir Jeanette Gusco. Jeanette? Sie ist Expertin für politische Bewegung, gesellschaftliche Veränderung, digitale Transformation und Feministin. Da sind wir, glaube ich, hier alle. Gründungsgeschäftsführerin der globalen Spendenplattform GoFundMe in der Dachregion seit 2015, aktiv im Netzwerk Dritte Generation Ostdeutschland. Und ich glaube, hier fehlt mir deine Rolle bei Change.org. Also es ist auch so eine ganz lange Liste. Ich werde sie auch nicht ganz... Sie ist Mitinitiatorin von Wir sind der Osten. Und ist Mitbegründerin, genau, hier steht 2012, 2017, Mitbegründerin der Kampagnenplattform Change.org in Deutschland. Schön, dass du da bist, Jeanette. Und ich glaube, du hast hier wichtige Sachen, die du uns, von denen wir lernen können. Dann haben wir wieder aus Italien Sarah Malneritsch. Sarah, hallo Sarah. Einmal alle sehen können, einmal winken. Dankeschön. Sarah ist Influencerin. Sie ist Teil des Instagram-Blog-Duos Mama di Merda. Und hier bin ich gespannt, was die Dolmetscherin dazu sagen. Mit 60.000, sage und schreibe, 60.000 Followerinnen.
Sie ist Bloggerin, Autorin von Büchern über die Möglichkeit bzw. die Unmöglichkeit, Mutter zu sein. Und sie verpackt das immer mit sehr viel Charme und sehr viel Witz und sehr viel Provokation. Und das hat, glaube ich, auch ihr Instagram-Account wirklich zu einem Mythos gemacht. Und sie ist Aktivistin von Il Giusto Mezzo. Das ist eine dieser zwei Bewegungen, die auf die Kampagne Half of It, aus der Kampagne Half of It entstanden sind. Das habe ich übrigens vorhin bei Linda Laura vergessen. Linda Laura ist nämlich Teil der anderen Bewegung, die daraus entstanden sind und die beide zusammen da einen ganz großen Beitrag geleistet haben, um das Thema groß zu machen in Italien. Dann haben wir Sonja Lehnert. Hallo Sonja. Sonja Lehnert ist Bloggerin, Redakteurin, Content Creator, Social Media Managerin. Hat einen Blog, der sich mamanotes.de nennt. Hält Helikoptereltern zu sein, ist mir zu anstrengend. Großartiger Titel. Co-Gründerin von Corona-Eltern rechnen ab. Und das ist auch der Hauptgrund, warum wir sie heute Abend eingeladen haben. Denn unter diesem Hashtag posteten Eltern Rechnungen, in denen der Aufwand für die Betreuung und Beschulung ihrer Kinder dem jeweiligen Bundesland in Rechnung gestellt wird. Und das war einfach eine so großartige Aktion, um mal darauf aufmerksam machen zu machen, wie viel unbezahlte Arbeit Frauen eigentlich leisten und ganz besonders in dieser Krise. So, und jetzt habe ich schon meine eigenen Zeitvorgaben weit überschritten und komme jetzt endlich mal zum Schluss und würde gerne jetzt als erster Rednerin Linda Laura Sabbadini das Wort geben, Italienisches Statistikinstitut und die eine ganz große Stimme des Feminismus in Italien. Linda Laura, du hast das Wort. Allora, intanto grazie. Ja, zunächst einmal schönen Dank, Alexandra. Alexandra hat mich gebeten, auch etwas über die Gesamtsituation zu sagen in Italien, die Situation, die Italien in diesem Moment erlebt. Und ja, zu sagen, sie hat recht. Also der Rückgang der Beschäftigung, den wir hier gehabt haben in dieser Zeit, der war enorm. Insgesamt 2020 haben wir 414.000 weniger Beschäftigte und der Großteil dieser Personen sind Frauen und das ist eingetreten, weil besondere Branchen tatsächlich betroffen worden sind. Branchen, in denen die Dienstleistungen, wie gesagt, besonders stark vertreten sind. Früher bei der Industriekrise, da waren das andere Sektoren, wo meistens Männer beschäftigt waren. Und jetzt ist es der Tourismus, die Gastronomie, Hotels. Das heißt alles Serviceberufe, wo wir sehr viele Frauen haben. Und das zweite Element ist, dass in diesen Bereichen die Frauen vor allen Dingen Arbeiten ausüben, die sehr prekär sind und die sehr häufig auch sehr illegal sind. Und das auch angesichts der Maßnahmen, die ergriffen worden sind, wie zum Beispiel die Kurzarbeit, die sind dann davon nicht betroffen worden. Also 75% der Kurzarbeit, davon haben Männer profitiert. Denn, wie gesagt, die Kurzarbeit, da ist vor allen Dingen die Industrie begünstigt und dort sind hauptsächlich Männer beschäftigt. Was ist jetzt das Problem? Das Problem ist, dass die Maßnahmen, die ergriffen worden sind, nicht in der Lage sind, Formen der prekären Arbeit abzudecken, denn die 414.000 weniger Beschäftigte, 383.000 beziehen sich davon auf befristete Beschäftigte und 129.000 auf Festbeschäftigte. Das heißt, der Großteil hat sich tatsächlich ausgewirkt auf die prekäre Arbeit oder auf Mikrounternehmen oder Frauen, die hier dann schwarz beschäftigt sind. Und ja, wenn wir diese Daten hier analysieren, dann müssen wir vor allen Dingen die Beschäftigten anschauen und nicht die Arbeitslosen. Das sage ich, weil es wichtig ist, denn sonst riskieren wir es, hier Verwirrung zu schaffen. In dieser Zeit sind die Beschäftigten zurückgegangen und die Arbeitslosen, die haben abgenommen. Denn die Definition
Arbeitsloser bedeutet, dass man keine Arbeit hat und dass man sie auch nicht aktiv gesucht hat, die Arbeit. Das heißt, das ist die fundamentale Sache. Man hat die Arbeit gar nicht gesucht, um Arbeitsloser zu sein. Da die Pandemie also sehr schwer gewesen ist und die Leute sehr viel Arbeit verloren haben, ja, was passiert da? Da passiert in diesen kritischen Momenten, dass die Arbeitslosigkeit nicht zunimmt, aber sondern vielleicht abnimmt, weil die Leute völlig entmutigt sind und gar keine Arbeit suchen. Und das gilt vor allen Dingen für die Frauen. Vor allen Dingen in Süditalien zum Beispiel, da haben wir ein Riesenproblem des Vertrauens. Die sind überhaupt nicht zuversichtlich, die Frauen. Und die Männer sind auch in einer sehr prekären Situation seit Jahren. Und die Frauen, die sind noch schlechter dran und die sind noch weniger motiviert, sich Arbeit zu suchen. Also das ist eine Tatsache. Und das Problem ist natürlich das, was Alexandra angesprochen hat. Also angesichts dieser Tatsache, wo wir hier als Land Italien in einer Situation sind, wo die Pandemie eine vorherige schwerwiegende Situation überlagert hat, eine schwerwiegende Situation für die Frauen. Denn wir waren ungefähr bei 50% Beschäftigungsquote angekommen, also weit entfernt vom Durchschnitt in Europa. Der liegt, glaube ich, bei 60 oder 64% und noch ganz weit entfernt von den europäischen Ländern, die noch weiter vorne liegen. Und wir haben da eine Pandemie jetzt erlebt, die die Frauen betroffen hat, wo bereits die Hälfte der Frauen eh keine Arbeit hatte. Und das Problem ist es nun, dass wir hier vor allen Dingen wieder bei den kritischen Punkten ansetzen müssen, die hinter dieser Arbeitssituation der Frauen steht. Und was ist die kritische Situation? Das ist die, dass dieses Land nie eine angemessene Strategie gewählt hat für das Wachstum der weiblichen Beschäftigung. Und es hat auch nie versucht, hier eine Strategie für Sozialpolitik zu entwickeln, die es möglich macht, hier die Schwerstarbeit von zu Hause den Frauen von den Schultern zu nehmen. Die Rollenteilung ist sehr asymmetrisch in Italien und die Gender-Stereotypen, die sind sehr, sehr stark verbreitet. Und wie gesagt, unser Land hat nie in soziale Infrastrukturen investiert. Das ist eine Tatsache. 1971 wurde ein Kita-Gesetz verabschiedet, also 71 sind die zuerst überhaupt eingerichtet worden. Und was ist da passiert? 60 Jahre später haben wir 12% Kinder in der Kita im öffentlichen Bereich. Dann wird es doppelt so viel, wenn wir auch die privaten Kitas hinzunehmen. Also wir haben keine Infrastrukturen dieser Art und vor allen Dingen im Süden haben wir die nicht. Und dann ist ein Gesetz hier über die Sozialhilfe gemacht worden. Das ist ein Gesetz von 2000. In 21 Jahren ist dieses Gesetz von 2000 nie angewandt worden. Das heißt, es ist ein Ziel gesetzt worden, 60%, was erreicht werden sollte auf europäischer Ebene. Das war ein gemeinsames Ziel aller europäischen Länder. 60%, da sind wir nicht hingekommen. Und es ist nicht so, dass da irgendjemand mal überlegt hat. Also wir haben überhaupt keine Strategie eingeführt, um das Problem zu lösen. In Deutschland hat es Phasen gegeben, wo zum Beispiel sehr stark investiert worden ist in die sozialen Infrastrukturen. Die Frauen haben also in Italien bezahlt und haben auch dafür bezahlt. Das heißt, wenn wir nicht in das Gesundheitswesen investieren, auch nicht in die Sozialfürsorge, wir haben Investitionen, die sind ein Drittel von dem, was in Deutschland dafür ausgegeben wird. Also ganz, ganz viel weniger. Wenn wir also nicht in diese Dinge investieren, wer trägt dann die Last? Der Großteil der Beschäftigung ist, wie gesagt, eine Beschäftigung der Frauen. Das heißt, dass die Frauen dann gar nicht in den Arbeitsmarkt reinkommen. Die Strategie muss also den Zugang der Frauen zu allen Sektoren möglich machen und nicht nur in einigen. Und es ist auch
richtig, dass die Bereiche, die wirklich der Lebensqualität der Menschen dienen, die sind nicht stark genug entwickelt. Das heißt, das Erste, die Frauen haben sich sehr stark aktiviert bei uns. Und die Donne per la Salvezza, so heißt diese Gruppe, wo ich auch teilnehme, die haben ein Dokument verfasst mit ganz klaren Vorschlägen. 50 Verbände, die dazugehören zu dieser Bewegung. Also das stimmt, was Alessandra gesagt hat. Es hat also eine starke Bewegung gegeben. Es ist etwas im Gange. Und diese starke Bewegung hat auch dazu geführt, dass die Kräfte gebündelt worden sind. Und das ist sehr fundamental in einem solchen Moment. Denn hier geht es tatsächlich um die Zukunft dieses Landes. Eine Zukunft, die besser sein kann, wenn klar wird, dass die Geschlechtergleichheit hier eine Priorität sein muss. Und dieses Dokument, was wir von der Gruppe Donne per la Salvezza ausgearbeitet haben, ja, das zeigte, dass hier Schwerpunkte gesetzt werden mussten. Und einmal der, dass wenn es hier eine Krise gibt, dann ist es eine Krise der Pflege. Und die beruht darauf, dass die Regierungen nicht in der Lage gewesen sind, die Bürger hier hinsichtlich der Pflege zu schützen. Aber Pflege nicht nur im gesundheitlichen Sinne, sondern auch im Sinne von Betreuung. Und da müssen wir ansetzen. Es ist unmöglich, dass das nicht geschieht. Also in Deutschland habt ihr sicher eine bessere Situation als unsere. Aber hier Next Generation EU, das muss für uns ein Instrument sein, um auch die Zeit wieder zu gewinnen, die wir verloren haben, und um einen Schritt nach vorn zu tun. Denn wir haben wirklich viel Zeit verloren. Und die unbezahlte Arbeit der Frauen, da hat sich das ausgewirkt, und die Frauen haben für diese Situation bezahlt. Die sind verletzlicher als alle anderen eben. Das ist ganz deutlich geworden bei Ausbruch der Pandemie. Und das Paradoxon ist, dass hier in dieser Krise, und ich glaube, das gilt auch für Deutschland, im Gesundheitswesen spielen die Frauen eine wichtige Rolle. In Italien sind 2/3 des Personals, des Gesundheitspersonals, Frauen. Aber wenn wir dann natürlich auf die Entscheidungsebenen kommen, da haben wir nur noch weniger Frauen. Da haben wir allerhöchstens 20% dann bei Chefärzten und dergleichen. Aber wie gesagt, die Frauen sind diejenigen, die sich aktiv einsetzen. Auch beim Smart Working, da haben wir mehr Frauen als Männer. Und die statistischen Daten zeigen, dass 23% der Beschäftigten Smart Working gehabt haben, gegenüber 17% bei den Männern, auch aufgrund der Arbeit, die natürlich unterschiedlich ist. Und das hat das Problem der Überlastung der Frauen mit sich gebracht. Bei Smart Working zum Beispiel, wir sollten eigentlich gar nicht von Smart Working sprechen, denn smart ist das absolut nicht. Also wir sollten lieber sagen, das ist Arbeit von zu Hause aus. Also die Arbeit, die nicht bezahlte Arbeit zu Hause der Frauen, die fällt zusammen mit der Arbeit für den Beruf. Und das hat zu einer Situation geführt, die absolut untragbar ist. Das ist in allen Ländern zutage getreten. Und bei uns ist das besonders stark, denn wir haben wirklich eine absolute Asymmetrie in der Rollenverteilung in den Familien. Wir haben dann einige fundamentalen Punkte ermittelt. Einmal Pläne für die sozialen Infrastrukturen sind nötig in einem Land, wo das nie geschehen ist, also auf allen Fronten. Zweitens ein großer Plan auch auf der Ebene der Stereotypen. Und das bedeutet wirklich bei all den Aspekten ansetzen, bei dem Käfig ansetzen, die es den Frauen, der es den Frauen unmöglich macht, sich zu verwirklichen im Beruf, auch in Berufen, die hauptsächlich den Männern vorbehalten sind. Und dann auch eine große Investition hinsichtlich der weiblichen Unternehmerschaft. Denn da haben wir wirklich große Probleme in unserem Land. Wir haben nämlich sehr viele kleine Unternehmen
Und die Frauen arbeiten in Unternehmen, die kleiner sind normalerweise. Und da haben wir nicht den Zugang zum Kreditwesen. Und dann auch die Ausbildungssituation und die Fortbildungssituation in einer Wirtschaft, die sich ganz schnell ändert und weiterentwickelt. Denn wir haben nicht nur die Pandemie gehabt. Ja, wir haben die Pandemie gehabt, aber wir haben auch das Problem des Klimawandels. Wir haben das Problem der technologischen Revolution, die auch im Gange ist. Und ja, in Kürze werden wir dann die Folgen sehen, auch hinsichtlich der Änderungen bei den Berufen und in der großen Umwälzung auch der Arbeitsorganisation. So, ich glaube, hier sollte ich es erstmal dabei belassen. Und wichtig ist, dass es tatsächlich eine sehr starke Reaktion gegeben hat in Italien. Und diese Reaktion hat auch zu einer Einigung der Frauen geführt und zu einer Teilung auch der Interessen der Frauen in den verschiedenen Parteien. Das heißt, wir sind über die traditionellen Stärken und Kräftebildungen hinausgegangen. Und ich glaube, diese Schlacht können wir nur gewinnen, wenn wir wirklich uns transversal durch alle Schichten bewegen, wenn wir uns bewusst sind, dass wir einig sein müssen. Ja, vielen Dank, Linda Laura. Kann ich nur teilen deine letzten Worte, also alle deine Worte, aber die letzten ganz besonders, ganz herzlichen Dank dafür. In Italien hat es eine große Reaktion gegeben, haben wir gehört. Sonja, du hast im Frühjahr ja eine Aktion gestartet, die genau so etwas Ähnliches hätte lostreten können. So ganz ist es dann nicht so gekommen. Kannst du uns ein bisschen davon erzählen, von Eltern rechnen ab? Ja, super gerne. Also wie groß es dann geworden ist, damit waren wir eigentlich als erstes überrascht. Also damit hatten wir tatsächlich am wenigsten gerechnet. Wir hatten auch so eine Blogger- und Social-Media-Elternblogger-Reaktion gehofft. Und es ist wirklich größer geworden als gedacht. Es war im Mai 2020, das heißt ungefähr 2 Monate gingen ins Land seit dem Lockdown. Ich meine, also mein persönliches Datum ist der 16. März übrigens. Insofern für mich ist es heute der Jahrestag. Und es war anlässlich eines Muttertag-Tweets, eines Glückwunschs zum Muttertag vom Bundesfamilienministerium, der derartig unglücklich war, dass quasi alle Mütter und Eltern im Social-Media-Land ausgerastet sind. Der zeigte eine glückliche Mutter mit einem sauberen Kind in einer sauberen Küche, die irgendwie fröhlich tanzend in ihrer Mutterrolle aufgeht. Und als gäbe es kein Corona, als gäbe es kein Lockdown, kein Homeschooling, keine Krisensituation und keine wirtschaftlichen, finanziellen Nöte von Familien. Und es war quasi 1950. Und in diese Rolle fühlten sich sowieso schon viele Mütter, unter anderem eben auch wir Mitinitiatoren, zurückversetzt. Und es gab also so einen wütenden Ausruf, dass dann auch das Bundesfamilienministerium diesen Tweet und dieses Video gelöscht haben. So, und es war dann Rona Druwe und Karin Hamann. Wir drei haben uns unterhalten. Wir haben auf Twitter geschrieben und haben dann diese Aktion ins Leben gerufen. Uns ging es darum, darauf aufmerksam zu machen, dass es Care-Arbeit gibt, dass es Familienarbeit gibt, dass es Erziehungsarbeit gibt und eben Homeschooling gibt, die sowieso schon eine so gut wie nicht gerechtfertigte Wahrnehmung in der Gesellschaft erhalten. Also sprich, sie erhalten sie nicht. Und obendrauf kommt eben in dieser Corona-Krise nicht nur die normale Hausarbeit und Familienarbeit, die sich die Eheleute aufteilen müssen, sondern eben auch wirtschaftliche Nöte und eben das Homeschooling. Also Eltern übernehmen eine Schul- und Lehrarbeit, die von der Schule so nicht abgedeckt wird. Und das Thema dabei war, das sah man auch schon im Mai 2020, dass es insbesondere die Mütter sind, die diese zusätzliche Hausarbeit, zusätzliche Care-Arbeit, zusätzliche Schularbeit übernehmen, im Beruf kürzer treten, mit Kurzarbeit zu rechnen haben und das also alles schultern müssen. Und worauf auch kaum geachtet wurde, weder bei diesem Tweet vom Familienministerium noch
bei allgemeinen politischen Überlegungen ist ja die Tatsache, dass es Alleinerziehende gibt, die sich nichts aufteilen können, die eine wirtschaftliche Situation zu erhalten haben, die ihren Beruf zu erhalten haben, weil es gibt sonst kein zweites Netz, und die eben auch jetzt dann dieses Homeschooling übernehmen müssen. Und es wird also die gesamte Familienarbeit, Kinder haben, Kinder erziehen, ins Private gedrängt. So als gäbe es nicht 2020 bestens ausgebildete Frauen mit eigenen Berufen, mit eigenen Karrieren, sondern es wird ein Bild von einer Nebenverdienerin aufgebaut und auch immer noch erhalten in Deutschland, die eben daneben dazu verdient. Das entspricht weder den wirtschaftlichen Tatsachen noch einem Rollenverständnis, einem Werteverständnis und einer Anerkennung von dem Dasein und dem Leben von Frauen. Die Eltern sind also in dieser Corona-Krise auch übrigens immer noch natürlich mehrfach belastet. Das habe ich ja eben schon aufgezählt. Und die Familie wird als Privatproblem angesehen. Das fanden wir, und da sind wir große Vertreterin der Ansicht, dass das Private politisch ist. Das Private ist politisch, weil Care-Arbeit eine wirtschaftliche Leistung ist, weil sie ermöglicht, dass überhaupt wirtschaftliche Arbeit getan werden kann. Sie erzieht Bürger, Steuerzahler, Rentenzahler von der Zukunft. Und es ist nicht nur so, dass sie das tun, die Familien, sondern in der Corona-Krise ist es ja auch so, dass die Lufthansa und die Automobilindustrie in Deutschland große Leistungen erhalten haben, und die werden von Steuerzahlern bezahlt, also sprich auch von den Familien, von den Müttern und von den Vätern. Die Familien müssen aber alle ihre Nöte und wirtschaftlichen Probleme und Zeitprobleme letztendlich alleine schultern. Und unser Andenken war natürlich sehr, sehr spitz formuliert: wenn wir der Lufthansa und der Automobilindustrie helfen, wir Lufthansa und Mercedes etc. finanzieren, dann wollen wir das auch. Wir haben hier eine Krisensituation. Selbstverständlich haben wir das Verantwortungsbewusstsein, diese Krise gesamtgesellschaftlich lösen zu wollen. Und selbstverständlich haben wir ein Interesse als Eltern, dass unsere Kinder geschützt sind, gesundheitlich, vor der Virengefahr, vor Corona. Wir waren absolut und sind es auch für Schulschließung beziehungsweise geschützten Räumen für Kinder. Aber was wir nicht eingesehen haben, war, dass die gesamte Care-Arbeit, die gesamte Wirtschaftsleistung einfach in das Private geschoben wird und keine Aufmerksamkeit findet, weder in einer irgendwie gearteten Entlohnung oder Erleichterung wirtschaftlicher Art, sondern auch was die politische Entscheidungsfähigkeit angeht. Familien, Interessen von Frauen, von Familien und insbesondere von Kindern kommen einfach nicht vor. Es gibt keine Konzepte. Wir haben immer noch keine alternativen Lehrkonzepte. Es gibt keine Luftfilter in den Schulen. Es gibt überhaupt keine Möglichkeit, digitalen Unterricht zu machen, etc. Das ist also heute ein Jahr später immer noch der Fall und war damals eben auch Anlass unserer Empörung. Und wir haben dann also überlegt, dass wir, wenn wir den Staat entlasten und helfen in der Corona-Krise, für unsere zusätzliche Arbeit auch eine Hilfe benötigen wollen. Und darauf fußt auf diesen Überlegungen unsere Protestaktion. Sie heißt Corona-Eltern rechnen ab. Es geht ums Abrechnen, es geht um Rechnungsstellen. Wir haben dazu aufgerufen, den Schul- bzw. Arbeitsministerien, Kita und Schulen, die geschlossen wurden, Rechnung zu stellen. Und zwar tatsächlich über die zusätzlich geleistete Care-Arbeit. Die Kinder waren ja nicht mehr in Ganztagsschulen oder in Nachmittagsbetreuung. Über die zusätzlich geleistete Lehrarbeit, aber vielleicht auch zusätzliche andere Arbeit, die mich als Mutter davon abhält, meiner Erwerbstätigkeit nachzugehen. Gestiegener Haushalt, gestiegenes Kochen müssen und so weiter. Und wir haben dann auch in unseren Blogartikeln einen Serviceteil gehabt, in dem wir Beispielrechnungen gezeigt haben, weil nicht jeder kann Rechnung stellen. Die ersten Antworten von Müttern waren ja: wie schreibe ich denn Rechnung? Ich bin angestellt, ich habe noch nie eine Rechnung geschrieben ans Ministerium. Wir haben also eine Beispielrechnung geschrieben, wir haben von allen Bundesländern die Postadressen und aber auch die Twitter-Accounts aufgelistet, veröffentlicht, damit diese
Eltern, vor allem Mütter, die Möglichkeit haben, an die Ministerien zu schreiben. Und wir haben also unsere Arbeit aufgelistet, einzeln, mit Einzelpositionen und in Rechnung gestellt. Und dem sind tatsächlich viele, viele Frauen gefolgt, ganz normale Frauen, aber auch eben Bloggerinnen und auch Journalistinnen sind mit aufgestiegen, die ganz zu Anfang in den allerersten Tagen, in den allerersten 1 bis 2 Wochen mitgemacht haben, ihre Blogartikel veröffentlicht haben, erklärt haben, warum sie sich an der Aktion beteiligen, warum sie diesen Protest für sinnvoll erachten. Und er fand also großen Anklang in einer so gearteten Social-Media-Bloggerinnenwelt. Das Ganze wurde dann immer größer und größer. Wir haben von allen Tages- und Wochenzeitschriften in Deutschland Anfragen für Interviews und Reportagen bekommen. Wir haben auch von fast allen Talkshows auf nationaler Ebene Anfragen bekommen und sind Einladungen bekommen, dorthin zu gehen. Wir hätten das gerne wahrgenommen. Wir hätten uns auch gerne der Diskussion gestellt, inhaltlicher Art, die es da eben zu dem Thema und auch zu dem Verfahren, möchte man jetzt als Eltern an ein Ministerium eine Rechnung schreiben oder nicht? Ich bin als Protestaktion, um das auf den Punkt zu bringen, immer noch dafür. Aber das kann man ja auf inhaltlicher Ebene besprechen. Faktisch, und da kommt sozusagen die zweite Ebene in meine Geschichte, in meine feministische Protestgeschichte, unsere. Es gab einen extrem großen Internet-Hate, ein sehr, sehr großer, mit großer Volksschaft üblicher Verdächtiger hat auf unsere Aktion aufmerksam gemacht und uns mit vielen Sexismen und alten, völlig überholten Rollenbildern und auch thematischem Derailing, also Ablenken von unserer eigentlichen Thematik. Wir haben 2020, wir haben alle Erwerbsarbeit und wir wollen unsere zusätzliche Arbeit in Rechnung stellen. Er hat uns also vollkommen verunglimpft. Und dieser Hass ist dann so umgeschlagen, dass wir tatsächlich Vergewaltigungsandrohungen bekommen haben und diese ganze Litanei, die tatsächlich eben Frauen im Internet-Hate aushalten müssen und haben uns dann als Alleinerziehende und eben in der Krisensituation, wir hatten einfach einen Eimer voll zu tun den ganzen Tag, wir mussten selber arbeiten, wir mussten die Kinder versorgen, wir mussten die in irgendeiner Form glücklich und bewegt halten, wir mussten für die kochen, wir mussten irgendwie ein gestiegenes Haushaltsaufkommen wuppen. Abgesehen von dem psychischen Stress haben wir uns dann dazu entschieden, diese öffentlichen Einladungen in Talkshows, Anfragen von der Zeit, dem Spiegel, dem Stern, nicht wahrzunehmen, schweren Herzens, weil wir uns nicht in die Öffentlichkeit in diesem Moment getraut haben. Wir haben unsere Blogartikel selbstverständlich stehen lassen. Wir haben weiter auf unseren Social-Media-Kanälen das Thema behandelt. Aber befreundete Bloggerinnen, befreundete Journalistinnen, die wir seit Jahren kennen, sind dann für uns diesen Einladungen gefolgt, weil die eben auch angefragt worden waren, die auch teilweise auf ihren eigenen Blogs darüber geschrieben haben. Die sind nicht aufgetreten als Teile dieser Aktion Corona-Eltern rechnen ab, haben sich aber teilweise privat daran beteiligt und haben eben darüber gesprochen, warum es wichtig ist, Care-Arbeit wirtschaftlich zu berechnen, zu entlohnen, warum es wichtig ist, Care-Arbeit sichtbar zu machen, dass es immer noch auf dem Rücken und letztlich auf der Nichtsichtbarmachung der Arbeit von Frauen liegt. Und ja, insofern betrachten wir diese Aktion mit so einem lachenden, weil sie erfolgreich war und großes Echo fand in der Mütter- und Elternwelt, aber eben auch mit einem trauernden Auge, weil wir sehr, sehr schnell an die Gitterstäbe des Patriarchats gestoßen sind, so habe ich das mal genannt, in einem pathetischen Moment, weil wir nicht weiterkamen. Also wir hätten wirklich einfach über eine Sicherheitsschwelle schreiten müssen und uns hinauswagen müssen, hatten aber Angst, weil wir eben Mütter sind mit Kindern. Wir hatten einfach Angst, dass wir im echten Leben verfolgt wurden, weil das vielen, vielen anderen Frauen, Feministinnen schon passiert ist, die diese Person auf dem Kicker hatte und dann seine gesamte Followerschaft auf diese Leute gehetzt hat. So. Danke, Sonja. Das war wirklich sehr wichtig, dass du diese Erfahrung hier mit uns geteilt hast. Und ich glaube, du hast hier drei ganz, ganz besonders wichtige Sachen gesagt. Erstens, ihr habt es geschafft, die Care-Arbeit sichtbar zu machen auf eine sehr konkrete Art und Weise, ohne dass es sich irgendwie abstrakt anhört, ne? Sondern was bedeutet es eigentlich für uns? Aber auch nochmal rausgestellt, warum fällt es den Frauen so schwer, sich zu organisieren, gerade in dieser Zeit, wo es so offensichtlich ist, dass diese ganze Krise auf ihren Schultern ausgetragen wird, weil sie einfach keine Zeit dafür haben. Es ist schon, wenn man 6 Stunden Schlaf bekommt mit 2 kleinen Kindern und gleichzeitig
gleichzeitig noch arbeiten muss. Ja. Das war für mich persönlich so ein bisschen auch diese starke Motivation, diese Kampagne ins Leben zu rufen, als mich alle für verrückt gehalten haben, weil meine Kinder jetzt groß sind. Aber ich kann mich an diese Zeiten einfach so gut erinnern, und ich habe sehr viel zu Hause gearbeitet und habe gedacht, okay, da musst du jetzt einfach ran. So, und das Dritte eben auch, wie Initiativen von Frauen ganz schnell wieder ausgebremst werden und an die Gitterstäbe des Patriarchats stoßen, die heute ganz oft digital sind. Also das finde ich schon eine sehr erschreckende Erfahrung, die ihr da gemacht habt. Und das zeigt einfach auch, wie politische Bewegung hier, auch wie eine politische Bewegung hier im Keim erstickt worden ist, durch diesen Hass, der gegen euch gerichtet wird. Wir haben keinerlei politische Vorerfahrung, wir sind private Bloggerinnen. Erschreckend. Und uns war gar nicht bewusst, dass wir uns entscheiden müssen, derartig unseren Kopf in die Öffentlichkeit zu halten und in irgendeiner Form dafür zu sorgen, dass unsere Kinder trotzdem gesichert auf dem Weg zur Schule sind. Oder, gut, das ging ja damals dann gar nicht, aber... Man ging ja davon aus, irgendwann machen die Schulen wieder auf und wir wussten nicht, wie weit das zieht, und diese Person ist eben berühmt-berüchtigt. Es ist einfach verrückt, dass private Bürgerinnen keine Protestaktion, das ist ja nun mal unser demokratisches Recht und eine wichtige Sache, nicht ausüben können, weil das einfach im Keim erstickt wird. Und es ging natürlich um eine zentrale Stelle, das möchte ich noch gerne hinzufügen im Patriarchat. Das, was gesichert werden muss im Patriarchat, ist die Macht der Väter. Das ist ja eine Vätermacht und nicht Männer, das heißt der Pater. Und die Mütter sind natürlich das, was man kontrollieren muss. Und wenn die Mütter aufbegehren, wenn die Mütter sichtbar werden wollen, wenn die Mütter Macht und Würde und Gleichberechtigung, wir wollen ja nur die gleichen Rechte und die gleiche Macht, wir wollen ja gar nicht mehr. Wenn das aber versucht wird zu erreichen, dann muss das niedergeknebelt werden, und da gibt es dann jede Menge sogenannte Männerrechtler, die übrigens auch alle rechtspopulistisch bis rechts außen sind. Und die knüppeln diese Frauen auf persönliche Art und wirklich unter der Gürtellinie aufs Fieseste nieder. Danke. Nicht sehr ermutigend, aber wir werden damit umgehen wissen. Eine weitere Mutter, Sarah Malnerich, die Rabenmutter, die Mama di Merda. Buonasera. In Italien. Du hast das Wort, Sarah. Buonasera, sono molto. Ja, einen schönen guten Abend. Ja, ich wollte wissen, wie wir Mama di Merda übersetzen können. Das heißt sozusagen scheiß Mutter. Und ich bin hier jetzt nicht als Fachfrau, sondern ich will einfach nur meine eigene Erfahrung hier reinbringen als Mitbegründerin von zwei Bewegungen neben meiner Freundin und Co-Autorin des Blogs Mama di Merda. Sie heißt Francesca Fiore. Das sind zwei spontane Bewegungen, also die von unten entstanden sind. Und eine dieser Bewegungen befasst sich mit der Schule, mit Recht auf Bildung. Und in Italien, ja, ich glaube auch in Deutschland, ist das vor allen Dingen ein weibliches Thema. Und das andere ist Il Giusto Mezzo. Da sind dann auch die Vorschläge von Alexandra aufgenommen worden. Wir schreiben seit 2016 über Mutterschaft und weibliche Themen. Wir versuchen, die Stereotypen von innen auszurotten, vor allen Dingen die an die Figur der Frau gebunden sind und der Mutter gebunden sind, vor allen Dingen. Unser heißes Thema ist natürlich die ungleiche Verteilung der Care-Arbeit und die Teilung, die es eigentlich geben müsste. Wir haben das auch vielleicht mit einer gewissen Komik gemacht, also es ist immer sehr witzig und auch ein bisschen im Pop-Stil, denn wir wollten wirklich uns an alle Frauen wenden und nicht nur an diejenigen, die schon ein gewisses Bewusstsein erreicht hatten oder auch schon sensibilisiert waren zu dem Thema. Und wir haben das gemacht, indem wir uns immer nur an die individuelle, private Form gewandt haben, ausgehend von dem Grundsatz, dass die Revolutionen im Hause, im Individuum selber beginnen. Und vor einem Jahr ist es dann dagegen notwendig gewesen, einen weiteren Schritt zu unternehmen. Und das war ein Schritt, den wir im Lockdown unternommen haben, als alle Schulen geschlossen waren. Das war wirklich eine schwerwiegende Situation, genau wie die wir jetzt haben. Und da ist ganz klar geworden und deutlich geworden, dass zu Hause die Frauen
bei den Kindern geblieben sind und ihre Arbeit geopfert haben, ihre Arbeit auf dem Arbeitsmarkt. Und gut, da hatten wir keine Zweifel an den Themen, denn es reichte einfach nur, auf uns selbst zu schauen, was in unserem eigenen Leben passierte und dann auch den anderen Frauen zuzuhören und dabei auch die sozialen Medien zu nutzen. 140.000 Frauen haben wir erreicht. Frauen, die uns damals wie heute ihre Situation beschreiben, die Situation, in der sie leben. Linda Laura Sabadini und auch die Bloggerin vor mir haben genau die Situation schon beschrieben. Also das ist klar zu überlappen mit der italienischen Situation. Ich bin jetzt hier bei diesem Webinar in meinem Büro, das heißt das, was zu meinem Büro geworden ist zu Hause. Und wir haben dann beschlossen, unseren Blog zu nutzen, um hier dieses Unwohlsein zu sammeln. Wir haben da verschiedene Medienaktionen, verschiedene Protestaktionen durchgeführt. Und in den ersten beiden Monaten der Pandemie zum Beispiel waren die Kinder und die Familien überhaupt von der politischen Agenda verschwunden. Das heißt, niemand redete über sie. Die waren einfach weggestrichen worden. Wir haben dann alle unsere Kanäle aktiviert, bis auch zu den traditionellen Medien hin, wie zum Beispiel die Presse. Gut, die Italiener lesen wohl wenig Zeitungen, so scheint es. Aber diejenigen, die die Zeitungen lesen müssen, die lesen sie Gott sei Dank noch und die haben wir also auch mit einbezogen. Und durch diese Kampagne haben wir dann weitere Frauen kennengelernt, die auch reagiert haben, die genauso reagiert haben wie wir, wie auch Linda Laura Sabadini gesagt hat. Es hat eine große Reaktion gegeben, denn die Situation war wirklich untragbar. Und andere Frauen, die bereits aktiv waren zu diesen Themen oder dabei waren, sich zu aktivieren, mit denen haben wir dann zusammengearbeitet und wir haben auch deren Initiativen unterstützt. Aber diese Initiativen, die haben wir immer auf unsere Art und Weise gestartet, also in ironischen Stil, in unserer speziellen persönlichen Sprache. Denn die Schlachten werden auch geschlagen für die Personen, die noch kein Bewusstsein haben. Und für uns ist es immer fundamental geblieben, dass auch andere hier das Bewusstsein gewinnen über das, was da mit ihnen passierte. Denn das Ganze hatte einen Namen und eine Ursache und auch eine kollektive Wirkung. Und eine der Kampagnen, die wir gestützt haben, das war die Date ci voce, das heißt, gebt uns eine Stimme. Das heißt, die weibliche Stimme hier zu Gehör zu bringen. Denn am Anfang der Kampagne in Italien, da hatten wir eine Taskforce, die den Notstand hier organisieren und managen sollte. Und da waren nur Männer drin. Und wir haben eben dann die Petition über Alphavit gefunden. Und wir haben dann angefangen, das Ganze auch über unsere Kanäle zu verbreiten. Und gleichzeitig haben wir uns mit all diesen anderen Frauen aktiviert, die wir kennengelernt hatten bei den verschiedenen Kampagnen. Und wir haben also dann hier darüber überlegt, was Alphavit vorgeschlagen hat. Und das ist dann, hat dann zu unserer Kampagne Il Giusto Mezzo geführt. Oh, jetzt habe ich genau den Faden verloren. Also wie gesagt, ich habe gesagt, wir haben, wie gesagt, dann Alphavit hier ins Leben gerufen. Und das Erste, was wir gemacht haben, wir haben wieder einmal versucht, noch mehr Frauen anzusprechen. Aber nicht diejenigen, die bereits hier diesen Themen gegenüber aufgeschlossen waren, sondern andere. Denn wenn wir uns die Dinge immer wieder unter uns erzählen, dann passiert überhaupt nichts. Und wir kommen nicht weiter. Wir wollten uns vor allen Dingen an die Frauen wenden, die überhaupt sich nie die Geschlechterfrage gestellt hatten, die sich nie überlegt hatten, dass diese Frage das eigene Leben so stark betrifft. Und auch nicht das Leben des gesamten Landes oder sogar das Leben ganz Europas. Das heißt, wir haben hier eine doppelte Aktion betrieben. Einmal die Entschlüsselung der rein wirtschaftlichen Themen, die wir dann auch umsetzen konnten in eine Ebene, die für alle verständlich war, aber auch für mich, denn ich bin ja keine Wirtschaftlerin, ich habe eine geisteswissenschaftliche Ausbildung und es ist mir gelungen, das auch mit Hilfe anderer Frauen zu schaffen, die nämlich ihre Zeit, ihre Kompetenzen zur Verfügung gestellt haben. Und das ist der Schlüssel meiner Meinung nach,
Das heißt, die Empathie, die Großzügigkeit, die Nähe zu den anderen, also sozusagen die Schwesternschaft. Also nichts von oben runter den anderen aufstülpen, sondern von unten nach oben. Und der zweite Schritt, das ist der, den ich mit meiner Freundin hier unternehme. Und das heißt Hype schaffen oder Engagement schaffen zum Thema. Das heißt, die Botschaft rüberbringen, dass wenn wir uns nicht mit der Politik befasst hätten, dann hätte sich die Politik auf jeden Fall mit uns verpasst und zwar befasst und zwar auf die übliche Art und Weise, die übliche Art und Weise, die sich als die schlechteste herausgestellt hat für die Frauen. Wenn wir hier unsere Vorträge nicht gebracht hätten, unsere Dinge nicht vorgetragen hätten, dann wäre das sehr schlimm ausgegangen. Und ich persönlich habe hier meinen Teil übernommen, aber als Teil eines größeren Prozesses, dank anderer Frauen, zusammen mit anderen Frauen und jede nach ihrem eigenen Beruf, ihren eigenen Kompetenzen, ihren eigenen Vorlieben. Und gemeinsam haben wir dann die Vorschläge von Alfowit hier dekliniert. Das heißt, wir haben die Dringlichkeiten erstmal erkannt, die in Italien gelöst werden müssen, sobald die Situation sich verbessert hat. Und an der Stelle ist dann allen ganz klar geworden, dass diese Sache wirklich alle betrifft. So, und damit bin ich am Ende. Ja, danke, Sara. Ich suche das Mikrofon. Sisterhood, ganz wichtig. Und die Dinge nicht von oben top-down mitteilen, sondern von unten gemeinsam entstehen lassen. Das finde ich, ist was, was wir mitnehmen können. Und ich glaube, da ist auch Jeanette einverstanden, unsere letzte Rednerin für heute Abend. Ich bitte ein bisschen um Entschuldigung. Ich bin sonst immer sehr streng mit der Zeit und heute Abend ist mir das alles so ein bisschen entglitten. Aber ich hoffe, wir haben trotzdem noch gleich noch Zeit für die Diskussion. Jeanette, du hast das Wort. Ja, vielen Dank, Alexandra, für die Einladung. Wir sind jetzt genau ein Jahr nach Beginn der Pandemie, nach Ausbruch der Corona-Pandemie. Und ein Jahr nach diesem Ausbruch sind viele Arbeitnehmerinnen, Eltern, haben wir gehört, Alleinerziehende, Menschen, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, Kinder, Jugendliche und auch Menschen, die größeren Risiken ausgesetzt sind, sehr, sehr, sehr zermürbt. Und die Pandemie hat vor allem eben bestehende Ungerechtigkeiten von Flint, also von Frauen, von lesbischen Frauen, von intersexuellen Personen, von nicht-binären Personen oder von Transpersonen, Transgender, weltweit offenbart und eben auch weiter verstärkt. Wir haben unterschiedliche Dinge heute Abend schon gehört, aber ich möchte noch mal eingehen auf, dass wir eben erhöhte Care-Arbeit sehen von Eltern, die durch Homeschooling oder durch Homeschooling gebunden sind oder für kranke Angehörige sorgen. Wir sehen weltweit steigende Zahlen auch von feminisierter und xenophober Gewalt. Und wir sehen diesen, du hast es angesprochen, diese She-Session, also die Rezession aber der Frauen, weil wir eben primär einen feminisierten Jobverlust sehen, vor allen Dingen in Bereichen und in Branchen mit starkem Kundenkontakt. Auch haben wir eben enorme Risiken, die vor allem Frauen, die in Frontline-Berufen arbeiten, ausgesetzt sind. Das heißt, heute Abend stellen wir uns ja die Frage, wie könnte eine feministische Antwort auf wirtschaftliches Handeln aussehen? Und wenn wir diese eben suchen wollen, dann müssen wir uns der Gleichzeitigkeit und der Komplexität als auch wirklich der Aufgestautheit von ineinandergreifenden Krisen bewusst sein. Die ungleiche Verfügbarkeit von finanziellen Mitteln und auch das Ausnutzen dieser wirtschaftlichen Überlegenheit, das ist ja auch eine Form von Gewalt, eine ökonomische Gewalt. Diese schafft beispielsweise laut der deutschen Rechtsanwältin Asha Hidayati eben auch wieder neue Abhängigkeiten, die dazu führen, dass Frauen sich aus Beziehungen nicht befreien können, dass Trennungen erschwert werden oder dass auch Partnerschaftsgewalt begünstigt wird. Das heißt, eine feministische oder eine Neudefinition von Ökonomie versucht eben dieses feministische Wirtschaften zu sein,
Ein Beispiel, was wir heute auch schon gehört haben von Frau Sabadini, war ja eben, dass von einem wirtschaftlichen Shutdown gesprochen wurde, aber sich die Arbeitsstunden von Frauen gleichzeitig sprunghaft erhöht haben und Frauen auch weiterhin und feministische Führungskonzepte aus Entscheidungsprozessen, die daran etwas ändern könnten, exkludiert sind. Das heißt, Frauen leiden nicht nur unter finanzieller Armut, sondern auch unter Zeitarmut. Und beides sind wichtige Voraussetzungen für wirtschaftliche Teilhabe. Das heißt, vielleicht nochmal zum Vergegenwärtigen, feministisches Wirtschaften sucht nach und mobilisiert eben auch für wirklich systemverändernde politische Antworten, für Policies und für Programme im Sinne einer sehr umfassenden Krisenbewältigung, im Sinne eines Fight Every Crisis. Alexandra, du hattest in deinem Eröffnungsstatement ja verschiedene Fragestellungen aufgeworfen, im Gegensatz zu Italien. Die verschiedenen Bewegungen wurden ja vorgestellt, wo eben mit Bewegungen wie Il Giusto Mezzo oder Non Una di Meno die geplante Verteilung der Next Generation EU-Gelder in alte patriarchale Familienstrukturen zu Recht kritisiert und auch dagegen protestiert wird, ist in Deutschland ein zentrales Bündnis für feministische Finanz- oder Wirtschaftspolitik bisher ausgeblieben. Hier sehen wir eher kleine und größere Initiativen, die einzelne wirtschaftspolitische Forderungen und Belange von Frauen thematisieren und vertreten. Insbesondere zum Gender Pay Gap haben wir in der Vergangenheit und auch derzeit Kampagnen und Initiativen gesehen, die sich mit Gehältergerechtigkeit und mit der Repräsentation von Frauen in Führungspositionen beschäftigen, auch mit Parität in politischen Parteien. Ihr Fokus liegt zumeist auf dem Empowerment von Frauen in der Technologiebranche beispielsweise oder im Finanzsektor, und sie pflegen enge Kontakte zu Unternehmen. Ich hatte etwas recherchiert. Wir haben in Deutschland beispielsweise das Fair Pay Innovation Lab, die Organisation hinter dem Equal Pay Day. Es gibt auch eine Diversity- und Inklusionsinitiative namens Beyond Gender Agenda. Es gibt verschiedene Communities, in denen sich Frauen zusammenschließen und vernetzen, zum Beispiel die Global Digital Women oder auch Frauenmacht. Eine Kampagne des Deutschen Gewerkschaftsbunds namens Was verdient die Frau fordert auch Gehaltstransparenz, und eine ganz aktuelle Kampagne aus dem letzten Jahr, denn im vergangenen Jahr sah es so aus, dass das Führungspositionengesetz, welches eine Quote für mehr Frauen in Führungspositionen in Deutschland vorsieht, politisch innerhalb der Regierungskonstellation zu scheitern drohte. Und da tat sich eine Gruppe von prominenten, sehr sichtbaren Frauen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur zusammen hinter dem Slogan Ich will, eine sehr machtvolle Initiative. Und eben aufgrund dieses doch sehr öffentlichen Drucks wurde das Gesetz dann auch verabschiedet. Das heißt, wirklich dezentrale, kleinere Initiativen, die feministisches Wirtschaften wirklich voranbringen wollen. Für unser Webinar heute Abend möchte ich kurz nochmal 5 Erfolgsfaktoren skizzieren, die aus meiner Sicht wichtig sind für eine europäische Bewegungsarbeit für feministisches Wirtschaften. Das erste ist eine starke europäische, auch nationale, aber auch europäische Theory of Change. Das heißt, erfolgreiche Bewegungen haben eine große Vision für unsere Gesellschaft, die ansteckend ist, die motiviert. Sie zeigen eben auch Wege auf, diese Vision zu verwirklichen. Das bedingungslose Grundeinkommen wäre beispielsweise so eine große Vision. Die Verdopplung von Gehältern in der Pflegebranche oder die Aufnahme von Sorgearbeit in das Bruttoinlandsprodukt. Dies fordert zum Beispiel die Women's Budget Group in Großbritannien in ihrer Care Resolution. Sie lobbyiert darin sehr überzeugend, wie ich finde, warum Investitionen in die Sorgearbeit nachhaltiger sind als beispielsweise Investitionen in das Bauwesen. 2 weitere Beispiele aus Deutschland wären der 50 Millionen Investmentfonds, der Global Digital Women für Gründerinnen oder die Feminist Funding Initiative. Diese hat zum Ziel, eben auch Sexismus im Fundraising, in Haushaltsplänen oder in Stiftungsförderung zu beenden. Das Ziel, den Next Generation EU, das Konjunkturpaket, auch gendersensibel auszugestalten, erfüllt genau diesen Erfolgsfaktor. Der zweite ist Momentum. Die Corona-Pandemie bietet eben trotz allem auch wirklich ein ungeheures Momentum für Mobilisierung.
Die kommende Bundestagswahl im September in Deutschland ist ein weiterer Punkt. Derzeit arbeitet zum Beispiel ein intersektionales Bündnis, eine Allianz aus der Zivilgesellschaft an einem progressiven, das heißt wirklich Gender-, Race- und Class-sensiblen Wahl-O-Maten, mit dem BürgerInnen sich unter anderem zu Wirtschaftspositionen möglicher Bundestagskandidatinnen informieren und diese dann eben auch zu den Themen kontaktieren können. Der dritte Punkt ist wirklich die Verbindung von Mobilisierung und interner und externer Policy-Arbeit. Eine Best Practice dazu haben wir aus Hawaii gesehen, nämlich bei Erarbeitung des Hawaii-First Economic Recovery Plans. Der wurde erstellt von einem interdisziplinären Kollektiv von 40 Expertinnen und Aktivistinnen in sehr enger Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit PolitikerInnen oder eben auch mit Regierungsbeamten. Der Plan selbst wurde auch explizit als Träger gesehen für feministischen Aktivismus. Der vierte Punkt, und das ist vor allem wichtig mit Blick auf jüngere Bewegungen wie Black Lives Matter oder auch die Bewegung zur Verschärfung der US-Waffengesetze. Da haben wir gesehen, dass formell Führende zwar weiterhin wichtig sind, es aber auf Führungsverantwortung, die Übernahme von Führungsverantwortung wirklich auf allen Ebenen ankommt. Und der letzte Punkt ist, dass für eine erfolgreiche Bewegungsarbeit es immer auch wichtig ist, taktisch erste Erfolge zu sehen, zu kommunizieren, aber eben auch kontinuierlich dran zu bleiben. Ich habe dazu eine Folie gemacht, die zeige ich kurz. Dann seht ihr das nochmal im Überblick. Genau. Und dieser letzte Punkt, eben genau dieser taktische, auch kleine Erfolge sichtbar zu machen, haben wir gesehen bei der Kampagne zur Abschaffung oder zur Senkung der Tamponsteuer in ganz vielen Ländern durch verschiedene Petitionskampagnen. Und gerade auch diese Bewegung basierte darauf, dass es eben schon in Dutzenden anderen Ländern nach und nach Kampagnen gab, die erfolgreich waren und die Tamponsteuer gesenkt haben. Das heißt, als dieses Beispiel von Steuergerechtigkeit für eben feministische Wirtschaften, finde ich, taugt das ganz gut, sich immer wieder auch zu überlegen, wie können wir Kontinuität herstellen. Vielleicht als letzten Punkt noch, gerade ist es so, Alexandra, dass auch vermehrt ArbeitnehmerInnen bei ihren Arbeitgebern, gerade auch dann, wenn sie zum Internationalen Frauentag sich eben als sehr feministisch und frauenfreundlich gezeigt haben, dass sie dann eben auch nachfragen, wie sieht es denn aus, wann veröffentlichen wir transparent die Gehälter nach eben disaggregierten Daten wie Gender oder anderen Kategorien. Das heißt, wir werden wirklich auch nur dann erfolgreich sein, wenn wir die Partizipationsenergie der Bürgerinnen da draußen auch wirklich ganz effektiv kanalisieren können. Und damit zurück zu dir und zu unserer Diskussion. Ja, ganz herzlichen Dank, Jeanette. Das waren ja eine ganze Menge Anregungen, wen wir hier in Deutschland einbinden können, um auch so was Cooles auf die Beine zu stellen wie in Italien. Ganz herzlichen Dank dafür. Ich glaube, wir haben jetzt wirklich sehr viele Tipps gesammelt. So, ich würde jetzt gerne endlich die Diskussion eröffnen. Hier gibt es schon einige Wortmeldungen, die waren aber von Anfang an da. Deswegen bin ich nicht ganz sicher, ob die so gemeint sind oder ob das ein Fehler war. Ich würde jetzt einfach mal schon Francesca das Mikro freischalten. So, ich weiß nicht, ob Francesca müsste dann selber ihr Mikro nochmal freischalten. Francesca dovrebbe attivare il microfono, se vuole parlare. O altrimenti si era solo... Eccola qua. Eccomi, sono Francesca Arca di Terni. Ich bin Francesca Arca aus Terni. Ich bin hier mit Eva, die ist Österreicherin. Und ich habe mich gemeldet, weil wir hier in Umbrien, wo die Lega an der Regierung ist, da ist ein Gesetzentwurf in Arbeit. Und der scheint uns sehr gegen die Frauen gerichtet sein. Denn die sollen wieder in die Familie geschickt werden. Das heißt, uns scheint das wirklich eine Retraditionalisierung zu sein, was da ausgearbeitet wird. Ja, das war es, was ich sagen wollte. Also mir fehlen wirklich die Worte, denn das ist fast unglaublich.
Also da haben wir praktisch den Vorschlag, der vorsieht, dass da ein ganz anderer Gesichtspunkt verbreitet wird. Das heißt, den Frauen wird nicht geholfen, die arbeiten im Schatten und man erwartet, dass die Region hier auch eine Arbeit leistet, aber auf den Schultern der Frauen. Und dazu kommt auch der Vorschlag, da ändert sich etwas der Ton, also da wird überhaupt auch gegen das staatliche Abtreibungsgesetz etwas gesagt, also und dann auch die Billigung. Also diese Richtung ist absolut nicht in unserem Sinne. Also wie gesagt, da ist die Lega an der Regierung. Und im Programm haben wir da wirklich eine Vintage-Situation, also praktisch eine Rückkehr zu den 60er beziehungsweise vielleicht sogar 50er Jahren. Ja, danke, Francesca. Es war wohl keine Frage, das war ein Beitrag zur Diskussion, ja. Und wir sollten wirklich auf europäischer Ebene hier etwas unternehmen, um tatsächlich hier auch zu reagieren auf diese Versuche, die alten Dinge wieder einzuführen. Und in Italien wird das überall versucht. Ja, ich glaube, du bestätigst genau das, was auch Sarah gesagt hast. Wenn wir uns nicht mit Politik befassen, dann befasst sich die Politik mit uns und die befasst sich gar nicht gut mit uns. Also dann sollten wir Politik betreiben. Vielen Dank für den Beitrag. Sarah, wolltest du noch was sagen dazu? Ja, ich wollte antworten. Und ich glaube, in den Marken, der Region Marken, hat es eine ähnliche Situation gegeben. Die Regionen, die regiert werden von einer bestimmten Partei in Italien, da haben wir tatsächlich wieder diesen Angriff auf das Recht auf Selbstbestimmung und auch auf Abtreibung. Und in den Marken hat es sofort eine starke Reaktion gegeben. Die Frauen sind auf die Straße gegangen in vielen Städten, um zu protestieren. Das heißt, und das muss auch so sein, eine sofortige, unmittelbare Reaktion. Denn sonst passiert genau das. Man befasst sich mit uns und wir werden wie Kinder behandelt, auch unser Körper. Ja, vielen Dank. Und dann bleiben wir also aktiv und reaktiv. Ich mache das mal wieder auf Deutsch. Sorry für die Dolmetscherin. Es ist natürlich frustrierend, wenn man das Gefühl hat, man muss immer wieder die gleichen Themen und die gleichen Errungenschaften verteidigen. Aber es ist leider so. Und ich glaube, um das nicht immer wieder machen zu müssen, ist es wichtig, dass wir jetzt wirklich einen Sprung nach vorn machen. Und der geht eben auch über einen Anteil, einen gleichwertigen Anteil an der ökonomischen Macht. Aber ich gebe jetzt mal Edgardo das Mikro frei und danach kann sich Giorgia bereithalten. Sì, buonasera, mi sentite? Ja, einen schönen guten Abend. Ja, wir hören ihn. Ja, ja, wir hören Sie sehr, sehr gut. Wir hören sehr gut. Pronto, mi sentite? Ja, ja. Also ich habe eine Frage gestellt, die betrifft, wie gesagt, das Thema des heutigen Abends. Ich bin Mentor einer Vereinigung von biomedischen Ingenieuren. Ich habe 12 Jahre in Brüssel gelebt, auch als Berater und kenne mich in europäischen Fragen gut aus. Und ich habe die Frage gestellt zum Thema, wie gelingt es, die Ressourcen des Next Generation EU hier in die Richtung der Frauen zu orientieren. Und dann wollte ich insbesondere Linda diese Frage stellen, ja? Und dann eine weitere Frage an Sarah, die hat über Themen gesprochen, wie
Beziehungen und Sisterhood. Auch Jeanette hat ja über das gleiche Thema gesprochen. Ich arbeite seit 20 Jahren an den Gender-Fragen. Und auch für die Gewerkschaft habe ich das gemacht. Also ich bin seit 30 Jahren in der Gewerkschaft. Und ich denke, es ist wirklich ganz wichtig, dass wir hier eine Zusammenarbeit haben zwischen den Geschlechtern. Das heißt, wir müssen ein Bündnis schaffen. Wie auch Jeanette gesagt hat, also sowohl gendermäßig, rassenmäßig. Und deshalb wollte ich eure Meinung dazu hören, denn in Italien ist diese Debatte noch sehr eingeschränkt. Sie geschieht zwischen denen, die meinen, dass der Feminismus nur von Frauen verwaltet werden sollte und angegangen werden sollte, und auf der anderen Seite dann auch die sensibleren Männer mit einzubeziehen. Das heißt, auch dort deren Räume mit Feminismus zu füllen. Ja, vielen Dank, Riccarda. Linda Laura Sabadini, möchtest du antworten auf die Frage hier der Ressourcen von Next Generation EU? Ja, ich habe gesehen, da gibt es noch auch weitere Fragen, die mir gestellt worden sind. Ich weiß nicht, sollte ich die vielleicht alle gleich auf einmal beantworten? Ja, wenn du das kurz machen kannst, gut. Wir haben noch ein paar mehr Fragen. Ja, gut. Also ich nehme alles zusammen. Ich bündle die Fragen mal. Es sind einige Dinge gefragt worden zu meinen Ausführungen. Einmal, wie sieht die Situation der alleinerziehenden Mütter aus in Italien? In Italien ist die Situation sehr, sehr kritisch, denn die sind natürlich armutsgefährdet wie in ganz Europa. Und die Situation von 2020 hat die sehr, sehr stark benachteiligt. Also die Situation ist sehr, sehr riskant für diese alleinerziehenden Mütter. Dann die zweite Sache, wie können wir die Arbeitslosen messen? Also da wird vor allen Dingen eine Untersuchung gemacht zu den Arbeitskräften, so heißen die. Die sind auf europäischer Ebene harmonisiert, diese Untersuchungen. Das heißt, wir haben da ungefähr 300.000 Familien in Italien zum Beispiel, und in anderen Ländern sind das genauso viele, also immer im Verhältnis auch zur Bevölkerung. Und dann werden die Familien befragt, ob sie in einer bestimmten Woche gearbeitet haben oder ob sie nicht gearbeitet haben, ob sie aktiv Arbeit gesucht haben oder nicht. Das heißt, wenn jemand nicht beschäftigt ist, ob er dann zumindest nach Arbeit gesucht hat. Also man muss da nicht beim Arbeitsamt registriert sein. Man ist einfach nur arbeitslos, und es reicht, wenn man dann selber, wie gesagt, nach Arbeit gesucht hat, also auf individuelle Art und Weise, auf irgendeine Art und Weise. Und ja, dann hat man mir noch eine weitere Frage gestellt. Und zwar, ob die weiblichen Abgeordneten einbezogen werden können. Ja, viele von denen sind bereits einbezogen. Also die weiblichen Abgeordneten, die haben sich ganz stark unter Initiative angeschlossen. Da machen wirklich sehr viele mit, und zwar aus allen Parteien. Und das ist eine sehr positive Sache. Und dann hat man nach den Stereotypen gefragt. Also es ist nie ein echter Plan gegen die Stereotypen gemacht worden. Und wir auch von Women 20 arbeiten daran, das müssten wir wirklich machen. Und zwar angefangen schon vom Kleinkindalter. Das heißt, auch in allen Schulen, allen Schulebenen, auch in den sozialen Medien. Man müsste auch an der Sprache arbeiten. Also wenn man das ernsthaft macht, das ist nötig, um tatsächlich hier den Käfig aufzubrechen. Und dann zu Next Generation EU. Klar, das Einfachste wäre es gewesen, wenn die Europäische Union diese 57% hier nicht nur aus Auflage gemacht hätten, sondern dass da auch Auflagen für die Sozialstrukturen mit eingeflossen wären. Also die Maßnahmen müssen natürlich die
Ungleichbehandlung zwischen den Geschlechtern berücksichtigen. Das ist schon in den europäischen Leitlinien drin. Das heißt, es ist ein Instrument, was wir absolut nutzen müssen, auch hier bei der Verwendung dieser 57%. Und da müssen wir ansetzen, einmal auf der Ebene der Unternehmerschaft, denn zum Beispiel beim ökologischen Übergang, da kann das Potenzial der Frauen unglaublich sein. Und das Problem ist es also auch, sehr viel in Ausbildung und in Orientierung zu investieren. Das ist nötig. Und natürlich auch die Grundausbildung muss gefördert werden. Und was die Einstellungen betrifft, gut, wenn wir da über Bauwesen und Verkehr sprechen, das sind natürlich Männerbranchen, aber es geht auch darum, Wege zu finden in den großen Unternehmen, um klarzumachen, dass die Diversity sehr wichtig ist und wir müssen auch Kriterien finden, die es möglich machen, hier bei den Technologieunternehmen etwas zu tun, eben in den Teams auch, die die künstliche Intelligenz bearbeiten, eine gleichmäßige Anwesenheit auch von Frauen. Und da ist systematisch zu arbeiten. Aber diese Auflage, die ist natürlich nicht objektiv, ist aber eine Empfehlung. Und wir müssen beweisen, dass diese Maßnahme sich auch auf die Frauen auswirkt. Und dann auch für die Verteilung der Ressourcen wichtig ist. Das heißt, die Kreativität der Regierungsleute, hier tatsächlich das auszugleichen, was bisher auf der Grundlage der getroffenen Entscheidungen nicht ausgeglichen worden ist. Ich meine, die 57%. Ja, danke, Linda Laura. Ich kenne den digitalen Bereich ja gut. Da haben wir eine Reihe von Vorschlägen gemacht, um die Präsenz der Frauen zu erhöhen, auch mit einem Webinar am 4. März. Da haben wir ein Manifest, das heißt EU Digital Manifest. Und da sind konkrete Vorschläge drin, wie wir im Laufe von einem Jahr oder zwei Jahren diese Fonds einsetzen können, um tatsächlich die Präsenz der Frauen im Digitalsektor auch zu erhöhen. Jeanette und Sarah, ganz kurz etwas zur Frage des Bündnisses mit den Männern. Wer möchte da anfangen? Sarah? Ja, ich bin der Auffassung, dass das Schlüsselwort hier in dieser Zeit Inklusion ist, das heißt Inklusivität. Wir reden nicht nur über Themen der Frauen, über Feminismus. Auf allen Ebenen müsste die Inklusion praktiziert werden. Dann im Appell von Il Giusto Mezzo sagen wir, das heißt, das sind die Forderungen der Frauen für die gesamte Gesellschaft, denn das wirtschaftliche Wohlsein, das wirkt sich ja auf alle aus. Wenn wir also die richtigen Investitionen vornehmen und die richtigen strukturellen Reformen und Investitionen, dann wirkt sich das aus. Und wir meinen, dass diese Themen natürlich sehr wohl auch die Männer betreffen müssen. Ich glaube, das eigentliche Problem in Italien ist eher das Gegenteil. Das heißt, das sind die Männer, die uns nicht an den Ball lassen, um es hier einfach mal mit dem Fußballjargon auszudrücken. Die ja, also die Frage nach dem Feminismus und seiner Definition oder wer ihn machen darf, die kommt ja immer mal wieder auf. Und was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, ist immer zu bedenken, eben auch als Mann, wo kann meine Rolle sein, was kann ich tun? Denn Fakt ist ja auch, dass die Bewegungsarbeit oder der Weg hin zu feministischem Wirtschaften wird ja dann auch erfolgreich sein, wenn maßgeblich männliche Entscheidungsträger, einfach weil sie an der Spitze sind, diesen dann auch zuhören.
zustimmen und Gesetze mit initiieren oder co-sponsern oder ähnliches. Das heißt, die Rolle von Männern, von Feministen ist ganz, ganz entscheidend. Und vielleicht noch einen Punkt. Im Campaigning sprechen wir ganz oft von Step up, Step back. Also zu überlegen, an welchem Punkt gehe ich wirklich nach vorne, schaffe Räume, ja, nehme all die Ressourcen, die mir zur Verfügung stehen, als Chef, als Mann und öffne sie für Frauen, für feministische Themen, für Diversity und Inclusion. Und wann trete ich aber eben auch zurück? Ich tue das, aber ich arbeite beispielsweise unsichtbar und biete die Bühne denjenigen, die stärker davon betroffen sind. Danke, Jeanette. Und jetzt ein verbündeter Mann, der viel tut im Europäischen Parlament, um die Präsenz von Frauen gerade auch in den Finanzinstitutionen zu stärken. Bitte, Sven. Sven Giegold. Ja, danke, Alexandra. Also ich bin der Koordinator der Grünen im Ausschuss für Wirtschaft und Währung des Europaparlaments und mit Change habe ich viel gearbeitet die vielen Jahre. Ihr habt da echt was Großes aufgebaut, Jeanette. Aber ich wollte hier eigentlich auf was anderes eingehen. Ich finde, dass wir auch als grüne Bewegung zu lange die Augen verschlossen haben gegenüber der Prekarisierung der Arbeit für eine wirklich große Gruppe der Bevölkerung und davon eben wiederum sehr häufig Frauen. Mich hat sehr beeindruckt das Buch von Julia Friedrichs, Working Class. Dieses Buch ist unglaublich und stark, weil es beschreibt, wie ganz normal für so viele Menschen in ganz unterschiedlichen Lebenslagen und gerade eben wiederum auch Frauen prekarisierte und ausbeuterische Arbeitsverhältnisse sind. Und ich glaube, wir in der Politik haben immer noch relativ gute Antworten in den Bereichen, wo Arbeit gut organisiert ist. Aber in den Bereichen, wo wir es mit ausbeuterischer Arbeit, mit Scheinselbstständigkeit, mit prekarisierter Arbeit zu tun haben, da sind wir oft blank. Und da gibt es auch Bereiche, die praktisch komplett frauendominiert sind. In Deutschland gibt es eine sechsstellige Zahl von Menschen, gerade aus Osteuropa, die pflegen bei uns zu Armutslöhnen ohne soziale Absicherung. Wir haben eine sechsstellige Zahl von vor allem Frauen im Bereich der Sexarbeit in Scheinselbstständigkeit ohne jede soziale Absicherung unter Ausbeutung, die natürlich in der feministischen Bewegung schon immer kontrovers diskutiert wurde. Aber die Ausbeutungsverhältnisse sind eine Realität. Und wir haben das Gleiche im Bereich der illegalen Beschäftigung bei den Reinigungskräften, die in großer Zahl illegalisiert beschäftigt werden, unter ausbeuterischen Bedingungen. Mich würde sehr interessieren, wie die Sicht auf Prekarität in Italien ist und mit welchen Maßnahmen wir dort vorgehen sollen, weil es oft sehr schwierig ist, in diesem haushaltsnahen Bereich überhaupt bindende Maßnahmen hinzubekommen. Gerade auch das Verstecken hinter der Scheinselbstständigkeit, hinter der illegalisierten Beschäftigung. Ich glaube, zu einer Strategie, die Männer und Frauen mehr Gleichberechtigung in der Wirtschaft verschaffen will, gehört der Blick gerade auf diese prekarisierten Arbeitsverhältnisse von Frauen. Und dazu brauchen wir starke politische Vorschläge. Und ich würde behaupten, in Deutschland zumindest sind die nicht ganz oben auf der Agenda, auch von all denen, die sich sonst für wirtschaftliche Gerechtigkeit einsetzen. Ja, absolut, Sven, kann ich nur zustimmen. Möchtest du da eine Antwort? Okay. Dann würde ich Linda Laura Sabadini gleich bitten. Ich würde gerne eine kleine Anekdote erzählen zum Thema Prekarisierung der Arbeit. Wir haben nämlich auch für den Haushalt des Europäischen Parlaments, also nicht den Haushalt, über das das Parlament abstimmt, sondern wirklich den eigenen administrativen des Haushalts, haben wir einen Gleichstellungscheck gemacht, machen lassen als grüne Fraktion. Und da ist was ganz Interessantes rausgekommen, nämlich, dass man in der Vergangenheit die Mitarbeiterin in den Kantinen prekarisiert hat oder prekarisiert gelassen hat. Aber die Chauffeure, die Fahrer, die alles Männer sind, die sind fest angestellt worden.
Und das fand ich wirklich spannend. Ist eine kleine Anekdote, aber es steht zum Teil auch symbolhaft. Nicht, dass auch Männer massiv von prekarisierter Arbeit betroffen werden, das will ich hier gerade sagen, gar nicht sagen, aber eben gerade auch Männer, die meistens dann nicht aus dem Land sind, in dem sie geboren, also in dem Land arbeiten, in dem sie geboren und aufgewachsen sind. Von daher auch die intersektionale Komponente. Aber zur Situation in Italien gerne Linda Laura Sabbadini, bitte. Linda? No, sicuramente. Also die Frage der prekären Arbeitsverhältnisse und der illegalen Arbeitsverhältnisse, das sind kritische Punkte in einer Krise wie der, in der wir uns jetzt befinden. Unser Land hatte bereits eine schwierige Situation, die insbesondere die weiblichen Arbeitskräfte und die jungen Arbeitskräfte betroffen hat. Und das sind ja diejenigen, die hauptsächlich betroffen worden sind von dieser Krise, diese beiden Kategorien. Und daneben haben wir die Segmente hier der ausländischen Bevölkerung. Also das ist der Teil der Bevölkerung, der am stärksten betroffen worden ist, vor allen Dingen in Norditalien, wo wir die meisten davon haben. Und dass die Prekariat und das hat vor allen Dingen Süditalien immer betroffen und auch die irreguläre Arbeit, denn da haben wir sehr viel Ungleichheit und da kommt Ungleichheit zu Ungleichheit. Das heißt, die prekäre Arbeit verankert sich dort, wo bereits die Arbeitssituation am schlechtesten aufgestellt ist. Und natürlich, es ist wirklich schwierig, da Maßnahmen zu ergreifen. Es sind in Italien viele Maßnahmen in diesem Sinne ergriffen worden. Auch es sind Erleichterungen geschaffen worden für auch Selbstständige zum Beispiel. Und es ist auch hier eine Unterstützung eingeführt worden, eine finanzielle Unterstützung neben dem Bürgereinkommen, die dazu dienen sollte, hier die Leute vor der Armut zu schützen. Aber trotzdem, trotz aller dieser Maßnahmen haben wir 2020 eine Million absolut Arme mehr gehabt als zuvor und eine Million Arme mehr, das ist wirklich ganz, ganz schwer. Trotz der Anstrengungen und der Hilfszahlungen, die in den einzelnen Sektoren eingeführt worden sind und trotz des Kündigungsstopps. Aber es gibt wirklich ein Problem, hier tatsächlich angemessene Instrumente zu schaffen. Diese Krise hat das ganz deutlich gezeigt. Die ist so dramatisch gewesen, dass da ganz deutlich geworden ist, dass hier weitere Maßnahmen hier für Notstände gefunden werden müssen. Und ja, was ich noch sagen wollte, es wurde ja gefragt, warum es in Deutschland weniger Mobilisierung gegeben hat als in Italien. Ich weiß nicht mehr, wer das angesprochen hat, wer von den deutschen Freundinnen das gesagt hat. Also warum diese geringere Mobilisierung in Deutschland? Gut, in Italien ist die Krise vielleicht explosiver gewesen als in Deutschland. Das heißt, wir waren aus der früheren Krise noch nicht wieder raus. Wir hatten unser BIP noch nicht wieder erreicht und die Beschäftigungszone auch nicht wieder erreicht. Und nicht nur in Süditalien, nicht für die Männer, nicht für die jungen Leute. Das musste alles noch wieder hergestellt worden. Das heißt, als die Krise ausgebrochen ist, da ist die Situation noch schlimmer geworden. Und schlimmer für die Frauen, denen es eh schon schlecht ging und die eh schon schlecht dran waren. Das heißt, seitens der Frauen hat es deshalb eine stärkere Reaktion gegeben. Vielen, vielen Dank, Linda Laura. Ich glaube, wir haben viele Gründe gehört.
gehört, es sind noch viele Fragen offen. Ein Faktor, der, glaube ich, in Italien auch geholfen hat, das sind die großartigen Zahlen, die du mit deinem Statistikamt immer veröffentlichst. Das ist nämlich hier in Deutschland beim Bundesamt für Statistik sehr viel schwieriger, wirklich vernünftige Zahlen zu bekommen, die wirklich aussagekräftig sind und mit denen man die Realität interpretieren kann. Von daher nochmal einen herzlichen Dank an dich für deine Initiativen im Ganzen, in diesem ganzen Bereich, denn auch mit Zahlen macht man ganz klar Politik. So, es sind noch viele Fragen offen, aber die Stunde ist einfach viel zu fortgeschritten, als dass wir sie noch beantworten könnten. Aber das ist sicherlich ein Gespräch, eine Debatte, die wir fortsetzen werden, vielleicht auch in einem anderen Format, aber sehr gerne weiter zusammen. Und ich würde jetzt ganz sehr gerne meine Kollegin aus dem Bundestag, Franziska Brandner, bitten, doch noch so ein bisschen zu sagen, was sie mitgenommen hat von heute und uns zu verabschieden. Franziska. Ja, herzlichen Dank, Alexandra, und herzlichen Dank an unsere tollen Panelistinnen und auch die Teilnehmerinnen mit den Fragen. Ich finde es eine extrem spannende Debatte und gerade auch zu sehen, was in Italien sich bewegt, was los ist, was bei uns nicht los ist. Oder würden wir mal sagen, die Situation ist, glaube ich, vielleicht etwas weniger dramatisch, weil wir jetzt nicht schon die Finanzkrise davor hatten, aber eigentlich kenne ich sehr viele Frauen, die komplett überlastet sind, nicht mehr können, alle die finanziellen Einbußen jetzt inne hatten und aber trotzdem nicht auf die Straße gehen. Und ich schon glaube, dass wir da auch eine Verantwortung haben, das stärker zu thematisieren, Alexandra. Und du bist die Person, die das macht, die Brücke ist zwischen Italien und Deutschland. Und ganz herzlichen Dank wirklich für deine Arbeit, die du da leistest. Und das sowohl mit Blick auf den europäischen Wiederaufbauplan gemacht hast, aber eben auch in die breitere Debatte gebracht hast. Und ich möchte gerne nochmal an diesen Punkt anknüpfen, weil ich glaube, dass es auf beide Länder zutrifft, Italien und Deutschland, weil wir ja so ähnliche historische Hintergründe haben. Das kam ja auch heute Abend immer wieder zur Sprache mit Blick auf die Rolle von Familie, von Frauen, von Müttern. Rolle delle Familie. Und wir deswegen immer noch in der Wirtschaft dieses Bild haben oder viel in unserer Wirtschaft darauf aufbaut, dass es einen Alleinverdiener gibt, bei dem es auch egal ist, ob er um 19 Uhr zu Hause ist oder nicht. Und dass darauf sehr viel bei uns immer noch aufbaut, sei es in Italien oder in Deutschland. Und wir das mal angreifen müssen und sprengen müssen für alle, die Betreuung oder Fürsorgeaufgaben übernehmen, sei es für die Eltern oder andere Angehörige oder für Kinder oder egal ob Mutter, Vater. Ja, ich glaube, dieses wirtschaftlich diese Basis mal stärker anzugreifen und herauszufordern, das ist finde ich nochmal eine Aufgabe, die wir auch nochmal mitnehmen, auch nach deinem Gespräch, weil ich glaube, das ist wirklich wirtschaftlich einfach immer noch das Leitbild und auf dem so viel aufbaut. Obwohl es nicht besonders, also es gibt ja die skandinavischen Länder, die es anders machen, die wirtschaftlich genauso erfolgreich sind. Und ich nehme nochmal eine Sache mit der Lohngleichheit, das war jetzt auch gerade nochmal diese Prekaritätsdebatte am Ende. Seit dem Amsterdamer Vertrag steht ja in den europäischen Verträgen nicht nur gleicher Lohn für gleiche Arbeit, sondern für gleichwertige Arbeit. Und dieses gleichwertig sollten wir wirklich immer wieder betonen. Nicht nur für gleiche, sondern für gleichwertige Arbeit. Das ist der Amsterdamer Vertrag, Fortschritt, den wir haben und auf den wir pochen müssen, auch in den Verhandlungen jetzt um die EU-Richtlinie zur Lohngleichheit, Alexandra, die ja jetzt im Europaparlament ansteht, in den Mitgliedstaaten. Und ich hoffe, dass wir das in dem nächsten halben Jahr bis zur Bundestagswahl auch als eines der großen Themen setzen können, wie sich die nächste Bundesregierung zu diesem Gesetzesvorschlag der Europäischen Kommission verhält. Ob die deutsche Bundesregierung weiter blockiert, wie sie es in der Vergangenheit gemacht hat, sich immer ein bisschen hinter Großbritannien versteckt hat. Großbritannien ist jetzt draußen. Ja, was macht die deutsche Bundesregierung? Auf welcher Seite steht sie? Auf welcher Seite steht die italienische Regierung? Vielleicht können wir ja diesen Kampf gemeinsam führen für eine starke europäische Richtlinie für gleichen und für gleiche und gleichwertige Arbeit. Ich fände, das wäre ein schöner gemeinsamer europäischer Kampf. Der Vorschlag der Kommission liegt auf dem Tisch. Er ist sicher nicht perfekt, aber es gibt ihn endlich. Es hat Jahre und Jahrzehnte gedauert, bis wir den Vorschlag bekommen haben. Wir sollten das schon mal feiern und jetzt alles in unseren jeweiligen Ländern dafür tun und Kampagnen dazu fahren, dass wir dort wirklich auch was Gutes bei rauskommen und es verknüpfen mit der Frage der Pflege, der Prekarität, die wir in diesen Krisenzeiten ja nochmal besonders gesehen haben. Das nehme ich nochmal so als konkreten Auftrag an uns mit, auch Alexandra, im nächsten halben Jahr dieses Thema wirklich auch nochmal stark zu setzen und auch mit seiner europäischen Dimension, die wir heute Abend, finde ich, ja sehr schön auch nochmal gesehen haben. In diesem Sinne ganz, ganz herzlichen Dank an unsere Panelistinnen. Jeanette, Linda, Laura, Sonja, Sarah.
Mille grazie. Mein Italienisch ist nicht so perfekt wie das von Alexandra, ich verstehe, aber von daher mille grazie, ganz herzlichen Dank. Es ist gut zu wissen, dass wir gemeinsam kämpfen und gemeinsam das Bewusstsein dafür schaffen. Und wir haben noch nicht alles erreicht, aber wir sind auch schon ganz schön weiten Weg gekommen. Manche im Chat haben gesagt, wir sind seit den 70ern nicht weitergekommen. Da würde ich widersprechen, doch, 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 wir sind weitergekommen. Noch nicht so weit, wie wir gerne wären. Und es gibt harte Kämpfe, Abwehrkämpfe von manchen, die uns gerne wieder zurückschicken würden in die 50er Jahre. Die Kräfte sind auch hart. Aber wir wollen nicht nur Abwehrschlachten führen, sondern auch nach vorne kommen. Und dafür, finde ich, waren wir heute Abend ein wunderbares Beispiel, wo wir alle gerne gemeinsam hinkommen wollen. In diesem Sinne europäisch, ja, good night, have a nice evening. Bonne nuit, buenas noches, have a wonderful evening. Herzlichen Dank für Ihr Dabeisein. Bis zum nächsten Mal.